Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Hier ist wieder Wielandra und Flufu. Hallo. Und jetzt war ich irritiert. Ja, diesmal hat sich der Esel zuletzt genannt. Und ich hatte ja gesagt, wenn wir bei Cassandra sind, schalten wir wieder ein und sprechen mit ihr. Das werden wir jetzt auch tun. Ihr habt uns gefunden. Gut. Wie ihr seht, sind wir auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Ich entschuldige mich für den hässlichen Anblick. Trugen eure Nachforschungen im Hellhalsdorf Früchte? Hässlicher Anblick? Also so schlimm ist euer Kleid jetzt auch nicht. Also wir haben ein Rätsel über das Residuum von Argon erhalten. Was ist hier geschehen? Mord anscheinend. Das Opfer war Hezasi, ein ehemaliger Kamerad. Nicht so angenehm oder gebildet wie Famia, aber auf seine Art durchaus nützlich. Er verkehrte in weniger ehrbaren Kreisen. Ich hatte gehofft, dass er etwas Licht in die Pläne der Schwarzgarde bringen könnte. Wie ist er gestorben? Das versuchen wir herauszufinden. Was auch geschehen ist, es war weder sauber noch schnell. Was für eine Verschwendung. Wenn die Schwarzgarde es auf ihn abgesehen hatte, muss Hezasi doch etwas über das Residuum gewusst haben. Seht, ob ihr hier etwas finden könnt. Okay, ich werde mal mich hier ein bisschen umschauen, um zu sehen, was hier mit dem Residuum zu tun hat. Okay, was haben wir denn da? Ja, ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Ich habe ein neues Mikro und Wielandra hat jetzt auch ein Mikro. Das heißt, die Tonqualität dürfte sich etwas verbessert haben. So, ich hoffe doch, dass das jetzt nicht mehr so hallig und so leise und so komisch klingt. Trotzdem vorlesen werde ich immer noch nicht. Ist nicht meins. Was habt ihr gefunden? Drei Zettel. Zeigt sie mir doch bitte. Drei Zettel habe ich gefunden. Mit Schrift drauf. Ausgerissene Seiten aus dem Tagebuch von Hezasi? Ich will ja nicht schlecht von den Toten reden, aber ich muss zugeben, ich bin schon etwas überrascht. Er kam mir nie so hingebungsvoll vor, als dass er ein Tagebuch führen könnte. Wenn er etwas über das Residuum wusste, könnte sich dies als unermesslich kostbar erweisen. In einem von diesem hier wird erwähnt, dass Schwarzgarde nach Relikten von der Argonia sucht, um mit dem Hiss Zwiesprache zu erhalten. Also hat die Schwarzgarde erfahren, was wir schon wussten. Die Wahrheit über das Residuum kann meinen Eigeschwistern nicht mehr entrissen werden, weil sie es nicht wissen. Nur ihre Stammesrelikte können die Antwort bieten. Wie habt ihr das Rätsel der Hellhälse in Erfahrung gebracht? Wir haben ein besonderes Windspiel geläutet, um Zwiesprache mit dem Hiss zu halten. Versteht ihr? Die Stimme des Hiss braucht einen Überträger. Etwas Körperliches, das als Mittel der Verständigung fungiert. Die Schwarzgarde konnte das Windspiel der Hellhälse nicht erlangen. Aber sie will offensichtlich dem Stamm der Todwasser ein Relikt stehlen. Mutig, aber auch ungeheuer dumm. Ihr wollt also, dass ich mit dem Stamm der Todwasser spreche und herausfinde, welches Relikt es sein könnte? Haargenau. Ihr kennt eine Karl dieses Stammes, oder? Jaxig Orn, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Sucht sie auf und tragt unser Anliegen vor. Wenn der Stamm der Todwasser eine Möglichkeit hat, mehr über das Residuum zu erfahren, müssen wir es vor der Schwarzgarde finden. In Ordnung, ich werde mit Jaxig Orn sprechen. Gute Reise. Sobald ihr eure Angelegenheiten mit dem Stamm der Todwasser abgeschlossen habt, treffen wir uns im Hauptquartier von Cyrodiilische Sammlungen in Lilmot. Wir sind dicht dran. Ich kann es schon fast spüren. Ihr scheint mir ziemlich aufgeregt wegen dieser Reliktsuche zu sein. Bitte, missversteht mein stoisches Verhalten nicht als einen Mangel an Enthusiasmus. Das ist alles ungemein aufregend. Aber als Antwort auf eure Frage. Ja, die Überlegenheit dieser Relikte ist eine spannende Entdeckung. Es stützt eine Theorie von mir über den Hist. Was ist eure Theorie? Nun, ich habe vor einigen Jahren eine Abhandlung zu diesem Thema geschrieben. Eine kurze mit nur 400 Seiten. Doch ich schätze, ich kann sie für euch zusammenfassen. Die Argonier haben eine besondere Beziehung zu ihrem Hist. Sie hören seinen Willen, schmecken seine Erlasse.
Sie? Meint ihr nicht wir? Ihr seid schließlich auch eine Argonierin. Ja. Nun, das ist es ja gerade. Ich kann den Hist nicht hören. Was meint ihr? Wenn ich meine Hände auf die Rinde des Hists lege oder im Schatten seiner Zweige ruhe, höre ich nichts. Kein Flüstern, kein schwacher Geruch oder beruhigende Töne. Einfach nur Stille. Das tut mir leid. Ohren, vielen Dank. Ich muss gestehen, dass mich das Schweigen beunruhigt. Aber versteht ihr, meine Eigeschwister brauchen auch Mittler. Mit diesen Antiquitäten, den Windspielen, den Todwasserrelikten und sogar dem Residuum selbst kann ich vielleicht endlich etwas hören. Okay. So. Eine Spielgelegenheit? Nö, will ich jetzt nicht. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, spricht man viel, Fürsten. Flüstern. Spielt mit viel Flüstern, genau. Jetzt sei ich mal aktiv. Oh, dann müssen wir Richtung Norden. Ach, Kronen habe ich genug. Hoppala. Und wieder schlafen. Jo. Okay. Ich kann mein Pferd nicht nehmen, weil ich im Kampf bin. Wo bin ich denn im Kampf? Was? Bin ich im Kampf? Irgendwas ist wohl hinter mir her. Okay. Na also, geht doch. Ja, querfeld eigentlich geht er auch am besten. Steilküste, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ob ich irgendwo hochkomme. Ah ja. Ich habe die Grotte gefunden. Ist auch schon da? Komme gerade. Der verschlungene Hain. Hain blöd. Aber blöd. Jo, dankeschön. Ich hoffe, es ist gut ausgesteuert, nicht übersteuert irgendwie. Ich habe es noch nicht richtig eingepegelt. Das ist unser erster Versuch jetzt mit zwei Mikros. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, irgendwo runter. Irgendwo runter. Ah, folge mir. Unauffällig. Ja, das doch sowieso. Ja. In der schweren Rüstung. Rums, 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 rums. Oh, du wühlst ganz schön viel Dreck auf, wenn du hier so läufst. Tue ich? Ja, tust du. Oh. Mach ich das auch? Keine Ahnung, lauf mal vor. Oh ja. Schlamm eben. Ihr. Halt, ihr halt, Naseweiß. Naseweiß, ihr müsst mich mit einem Argonier aus einem anderen Stamm verwechseln. Ich bin froh, dass ihr zugestimmt habt, mich zu begleiten. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich viel Flüstern das erste Mal sah. Ihr traut viel Flüstern nicht? Vertrauen ist etwas, was einem gut ausgebildeten Leibdiener nicht allzu leicht fällt. Was viel Flüstern angeht, so hat er ein sehr augenfälliges Interesse an Besuchern, die Objekten von historischer Bedeutung nachgehen. Wie seid ihr eigentlich an den ganzen Ungeheuern vorbeigekommen? Ein guter Leibdiener weiß, wie man sich selbst den unangenehmsten Situationen entzieht. Das ist Teil unserer Aufgabe. Okay. So, jetzt muss ich auch irgendwie durch, so. Sprecht lieber leise, sonst weckt ihr noch jedes Skelett im Hain. Was macht ihr denn überhaupt hier unten? Fürstin Laurent verlangt eine Entschädigung. Das von euch bereitgestellte Wissen führte zu nichts? Die trockenhäutige Keiferin? Ihr Leibdiener hat mir die Krause schon höchst unangenehm verbogen. Ihr müsst wissen, dass ich sie nur an einen möglichen Fundort geschickt habe. Ich habe nie gesagt, dass sie in dieser Schlammpfütze auf jeden Fall einen Talisman finden würde. Also habt ihr sie angelogen? Angelogen? So würde ich das nicht sagen, nein.
Ich habe ihr Hoffnung verkauft, die sie zu diesem Zeitpunkt dringend brauchte. Hört mal, wenn sie wirklich einen Erneuerungstalisman haben will, hätte ich da zufällig einen. Wollen wir einen Handel eingehen? Das ist ganz einfach. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, drückt das Ding jetzt raus. Ich muss gestehen, dass ihr wirklich überzeugendere Argumente habt als der Leibdiener. Oh, na schön. Nehmt den Talisman und sagt Fürstin Laurent, dass sie das Wohlwollen von Vielflüstern ganz schön zerfressen hat. Aber sag mal, warum habt ihr den Talisman nicht gleich Fürstin Laurent verkauft? Nun, lasst mich darüber nachdenken. Wenn ich ihr den Talisman direkt verkauft hätte, dann hätte sie mir nie Gold dafür gegeben, dass ich sie zu der Schlammpfütze schicke. Und dann wäret ihr nicht hier und würdet nicht über einen neuen Handel mit mir sprechen. Nächste Frage. Der neue Handelssacherin, außer sich die Zähne ausschlage, wenn du mir das Ding nicht gibst. Gut, ich werde den Talisman zu ihr bringen. Nee, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden. Wieso? Ja, neuen Handel. Ich habe noch gesagt, ich hau dir auf die Mütze, wenn da jetzt nichts kommt. Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Ja, da kann man noch ein bisschen hauen. Sich prügeln. Keine Ahnung, ob man da noch was looten kann. Aber wir könnten ja einfach mal ein bisschen... Willst du was machen? Ja, können wir machen. Findet man mal ein Rezept und Nichte. Kennt man schon. Aber ich kann ja gleich mal gucken, ob ich es dir nachher mal geben. Vielleicht kennst du es ja noch nicht. Das war alles hier? Das war echt alles. Gott, das ist langweilig. Warte mal, hier geht es noch weiter. Ah, dann gehen wir doch da noch mal gucken. Ja, hier sind noch ein paar Kollegen. Weiterlaufen, die Idioten. Ja, sollte doch. Wahrscheinlich müssen wir hier eh nochmal rein. Ja, irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass wir dem Ganzen jetzt irgendwie vorgreifen. Ist ein Fight. Ist da vielleicht ein Boss bei? Toll. Irgendwie doch ein bisschen weitläufiger als ich dachte. Ja, das geht auch noch ein bisschen. Vielleicht werden wir gleich was ganz Cooles finden. Bestimmt. Blöde Drohne, ey. Nur traurigere, oder? Nein, Rabauke. Ja. Glaube ich richtig? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich auch nicht. Wissen wir gar nicht jetzt. Wollen wir alleine versuchen? Klar.
Die werden sowas von sterben, aber ist egal. Okay. Ja, tolle Sachen dabei gehabt. Ja, hat sich total gelohnt. Echt mal. Oh, da hinten ist noch irgendwie ein Raum. Kommen wir hier durch? Ne, kommen wir noch nicht. Okay. Das scheint dann tatsächlich noch was zu sein. Wo wir irgendwann nochmal herkommen müssen. Schreck. Moment. Kommen wir da rüber? Wie denn? Ja, da. Kannst du fliegen? Ich nicht. Nee. Was ist das so? Oh, da ist ein Strudel, da sollte man nicht rein. Denn hin? Auf die andere Seite. Okay. Ich wollte hier wieder raus. Machen wir irgendwann später, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir uns, glaube ich, irgendwie ein bisschen verfranst, kann das sein? Ah ne, da geht's weiter. Nein, hier geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter? Nein. Aber jetzt scheinen wir irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein, kann das sein? Keine Ahnung. Ups. Was? Da kommt noch einer. Wieso einer? Ja, also, einer ganz viele. So. Meine Fresse. Ja. Ach, wieder einer. Okay. Was ist denn hier? Mann, ey. Ja. Jetzt mal raus hier. Ja, aber sowas von. Sind noch welche. Lauf einfach weiter. Ja? Au! Das war eine blöde Idee. Ach. Ich so das Gefühl. Ach du Scheiße! Mann. Das war eine blöde Idee. Vielleicht sollten wir gleich rausporten hier. Ist das klar? Ja. Gerannt. Arsch.
Na los! Ah, verdammt, fällt doch endlich! Auch gleich tot, du hat er mich gestunt, ey. Scheiße! Ah! Das hat's mich doch mal erwischt, es waren einfach zu viele. Aber ich gebe nicht auf. So. Hm? Eine Fresse. Okay, wir hätten das echt nicht machen sollen. Ja, das war eine blöde Idee. Oh, wo kommen denn? So. Wo muss ich jetzt lang? Oh, ey. Ah, ich glaube. Ja, ich bin gleich tot. Warte, ich müsste jetzt eigentlich zu dir kommen. Alter. Sind wir hier drinnen gelandet, ey? Vorhin war doch erst so ruhig. Ja. Sind wir auch gleich draußen? Ach, hier ist noch irgendwo eine Himmelsscherbe, sehe ich gerade. Es war erst so ruhig. Warte, da kommen gleich welche. Die haben mich ja umgebracht hier. Irgendwo hier muss eine Himmelsscherbe sein. Okay. Dann laufen wir einfach an denen vorbei. Lass mal die einfach stehen. Vielleicht bemerken sie uns nicht. Wo sind die? Ja, an der Himmelsscherbe sind wir irgendwie vorbei. Naja, müssen wir später mal rein. Ja. Jetzt gehen wir erstmal raus. Ja, wir müssen ja eh hier erstmal woanders lang. Hä? Hä? Hey, was denn? War ich vielleicht zu schnell gewesen? Nein, ich komme nicht raus! Geh noch mal einen Schritt zurück oder sowas. Und versuch's dann nochmal. Okay. Sehr merkwürdig. Mhm. Mann! Da war ein bisschen viel los. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, da bin ich auch ein bisschen übermütig rein, gebe ich zu. Ja, ich auch. Ja, ich habe nur die vier da gesehen und dachte, ja, mein Gott. So, wo wollen wir jetzt hin? Ich gucke gerade. Ja, jetzt können wir entweder, ja, ich würde sagen, nehmen wir Jacek Orn, ne, erstmal. Weil da ist ein Wegschrein und dann können wir, ja, keine Ahnung. Irgendwas? Kann man hier irgendwie... Oh, hier kann man auch reingehen. Singende Grotte? Kennen wir das? Keine Ahnung. Ja, später. Ja. Wenn führt es uns eh da wieder rein. Quatsch. War klar. Oh, hier ist noch ein Questfile. Gleich annehmen oder... Erstmal... Erstmal das andere machen. Genau. Nicht immer so durcheinander. Ja, ja, das stimmt. Ein bisschen Buche noch mitnehmen.
wegen der Handwerker schrieben und so. Ja, wollte ich gerade machen, aber egal. Entschuldigung. Ich musste looten. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Was geht denn hier los? Kann ich durch oder Ich geh erstmal den Weg schreiben, die holen. Also ich hab den schon. Aus irgendwelchen Gründen. Ich jetzt. Gut. So. Es gibt immer noch mehr zu erledigen. Ich knirsche mit den Zähnen. Ich verenge die Augen zu Schlitzen. Ich weiß, wonach ihr sucht. Ihr und die Schwarzgarde. Zoyei und ich hacken und spalten und stechen. Aber trotzdem schwimmen jeden Tag mehr Oyels über unsere Grenzen. Alle suchen nach dem Residuum von Argon. Ich muss es zuerst finden. Ich werde es zuerst finden. Ach stimmt, die Schwarzgarde waren doch die, die alles geklaut haben, ne? Mhm. Okay. Ihr wisst, dass sie die Schwarzgarde nicht im geringsten mag. Wir können das Residuum gemeinsam suchen. Ich denke darüber nach. Wir haben viele Wilde getötet. Das werden wir wieder tun. Wenn der Hist euch als würdig für die Geheimnisse des Residuums erachtet, werdet ihr überleben. Falls nicht, dann nicht. Ich jage Schwarzgardisten. Sie treiben sich in der Nähe unseres Dorfes herum und pflücken sich Grabflöcke, als wären es Salzgänseblümchen. Die Schwarzgarde meint, dass die Stammesrelikte sie zum Residuum führen werden. Sind diese Grabflöcke irgendwie besonders? Ich hebe eine Stirnwulst. Besonders? Ja. Unsere Grabflöcke halten nicht nur die Toten an ihren Ruhestätten fest. Jeder erzählt eine Geschichte. Manche sind so alt wie der Stamm selbst. Einige unserer größten Rajkals hatten sogar die Ehre, dass ihre Pflöcke aus einem Zweig des Hists gefertigt wurden. Könnten die Geheimnisse des Residiums in dieser Grabflöcken gestützt sein? Ja, umso mehr Grund, diese Schwarzgardisten tot zu hacken. Trefft mich im Sumpf östlich des Dorfs. Dort wartet unsere Beute. Auch viele ungepflockte Moorfäulen, aus ihrem Totenschlaf befreit von diesen diebischen Wilden. Zeigt die Zähne, Oyel. Es ist Zeit für einen Krieg. Okay, ich treffe euch dort. Ja, liebe Leute, die ihr das auf YouTube verfolgt, diesen Kampf werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich denke mal, heute ist genug gekämpft worden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über Daumen und Abo freuen. Auch vielleicht mal, was ihr von dem Ton haltet, ob das jetzt besser ist. Und ansonsten schaut doch mal montags in den Stream rein, 2015 auf Twitch. Oder verfolgt weiter das Ganze auf YouTube. Also wir sagen hier erstmal Tschüss und wir treffen uns dann vor dem Dorf.